Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Ja, ich, wenn denn wüsste, wo ich diese Kerze befestigen soll. Ich gehe noch mal in das Zimmer. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Hier die Lichter kann man nicht ausbusten. Das sind, die sind zu weit oben, beziehungsweise sehen teilweise auch sehr elektrisch aus für die Zeit. Die Kerze. Unwahrscheinlich. Bei Kerzenlicht wären sie sicherlich noch schöner. Okay. Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Hör mir auf. Okay. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Wir brauchen ein Feuerzeug. Und los geht's, Spot. Da ist einer. Können wir den jetzt nehmen? Nein. Der haut einfach ab. Okay. Geht ihr dann automatisch zu den anderen oder? Ich guck mal nach. Wo ging's denn nochmal lang? Ach, hier hinten. Bin schon ganz blöd im Kopf. Immer noch von diesem Schachspiel. Oh, das war die Hölle. Okay, da ist der andere. Ich gehe mal kurz in den Wald gucken, wo die andere. Also ob da der vierte jetzt dabei ist. Das waren ja. Waren das drei oder? Ich glaube, das waren drei, ne? Ja. Geh einfach weiter. Lass die nicht stören. Ich glaube, dass. Ja. Doch, das ist einer mehr geworden, der hier schläft. Aber eigentlich müssen wir die ja aufwecken. Was sagen denn die hier dazu? Das hier ist jetzt der Raum. Das hier ist jetzt der Raum, wo Marco sich quasi mitgefilmt hat, wie er den Raum paintet. Also vorgezeichnet hat er auch diesen Raum auf Papier und hat dann, während er den Raum koloriert hat, irgendwie so ein Genau. Tool, so ein Fraps-Ding. So ein Fraps mal mitlaufen lassen. Das damals auch noch irgendwie 1632 oder so, was ein bisschen anstrengend war, weil der Rechner ein bisschen langsamer war. Musste man noch kurbeln und so weiter. Ja, genau. Hat immer Irgendwie einer unterm Tisch gesessen und gekurbelt die ganze richtig, Zeit und das über. Äffchen dann im Laufrad und so weiter. Ja, ich glaube, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kann man sich das Video sogar angucken. Es war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Es hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist ja total irre, wenn man dir dann dabei zuguckt, wie du dann halt irgendwie von Wolke zu Wolke springst, so, und Stück für Stück entsteht dabei halt irgendwie so ein Kunstwerk. Das ist schon irre. Aber ich mag den Screen auch vom Aufbau von, also gerade diese beiden Tannen, die halt irgendwie so in den Mond reinragen. Das ist so dieser Hanglage, so als würde sich das Ganze so fischaugemäßig zu den Seiten so hochbiegen. Ich glaube, ich musste bei dem Screen mal ein bisschen an Monkey Island, an die Schwertkämpferin denken. An den Screen mit der einen Hütte im Wald. Ah, ja. Es kann auch sein, dass der komplett anders aussieht, aber irgendwie hat Der er den sieht schon ein Namen in bisschen Erinnerung. Anders aus. Mit der Ja, nee, Brücke das ist und. schon viel tiefer im Wald. Aber das hier ist Es war halt schon viel eine ganz eigene Stimmung, gerade durch pixeliger. die Kerzen. Das ist natürlich nochmal ein ganz enormer Wahnsinn, dass du halt irgendwie überall zwei Versionen gemacht hast. Einmal Kerzen an, Kerzen aus. Und das für jede einzelne Kerze, die kann man ja alle ausmachen. Oder anmachen. Oder ausmachen. Ich weiß nicht. Ausmachen. Andere ausmachen. Irre. Tja. Jetzt weiß ich nur noch nicht. Kann der Spot so vielleicht was ausrichten? Man weiß ja nie. Kann man vielleicht das Fass anzünden? Kannst du aufpassen, dass der Jacki nicht im Fass auftaucht? Nein, war klar. Ach so. Aufpassen, dass er da nicht drin.
drinnen auftaucht. Was ist, wenn wir das Fass verstopfen mit irgendwas? Ha! Ja, gut, so habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Ich habe jetzt gedacht, ins Fass rein, also dass da kein Platz mehr ist. Aber wenn man natürlich den Deckel zumacht, geht's auch. Ha, na sowas. Nein. Ja, wie? Wenn ich da jetzt hingehe, dann ist er wieder da, ne? Das war so klar. Oh nein. Wegweiser. Durchgang verboten. Zutritt untersagt. Kein Schritt weiter. Sperrgebiet. Draußen bleiben. Yaki-Gebiet. Fäll den Baum. So. Jetzt nochmal. Da haben wir noch einen Wegweiser. Aber gut, mit dem kann man, glaube ich, nichts machen. So, wo gehst du jetzt hin? Jetzt geht er schon mal zu Fuß. Die Kerze ist aus. Nein. Erloschen. Aus, erloschen. Okay, gut. Ich glaube, wir sind hier durch. Geh mal in den Wald. Wo ist denn der Wald? Da ist der Wald. Wir brauchen aber Spot. Kommst du wieder mit, Spot? Ja, er kommt mit. Und jetzt liegen hier 5. Perfekt. Guck mal, Spot. Ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Okay. Gut. Und dann gehen wir mal. Okay, ja. Zum Steg, glaube ich, mussten wir. Da, wo das Wasser so blubbert, ne? Ja, ich glaube schon. Da, wo das Wasser so blubbert. An die Musik. Passt schon alles irgendwie so ein bisschen. Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Warum singen sie nur nicht? Die sollten doch eigentlich singen. Die anderen 5. Das hast du gut gemacht, Spot. Ausnahmsweise mal. Das hast du gut gemacht, Spot. Ausnahmsweise mal. Die anderen 5. Was könnte denn die anderen 5 sein? Warum singen sie nur nicht? Die sollten doch eigentlich singen. Oh, warte mal. Ja klar, die wissen nicht, was sie singen sollen. Hier. Warum singen sie nur nicht? Die sollten doch eigentlich singen. 5 Noten und 5 Arme. Warte mal, was? Na gut, aber mit welchem Yaki soll ich anfangen? Ach so, wait. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ja.
Ja. Und jetzt aufgepasst, die Insel ist... Ja, das sag ich doch. Und so kam es, dass Cedric seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Cedric. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst, aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Autsch. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Oh. Das ist doch Corona. Sinusbot. Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Oh. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Ja. Autsch. Dieser Mond, dieser sprechende Mond oder was auch immer das ist, erinnert mich sehr an Pringles. Also wirklich sehr. Ich weiß nicht, so. Ja. Hier gibt es nur Steine, Trümmer und Trostlosigkeit. Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Dass er immer alles essen will. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Was haben wir denn da? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Nichts. Alles muss man alleine machen. Okay, die haben auch... Es sind auch nur weniger Löcher. Es ist nur eins, oder? Oder so. Okay. Könnte der Kopf sein hier andersrum? Hm. Hier ist auch noch mal so ein Totenkopf. Ja, jetzt nicht mehr so sehr. Laterne. Nett, wenn man Lampions mag. Mist, verfluchte Asthmalunge. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Gut. Ein Hebel. Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist. Ja, das ist wahr. Oh, Hilfe. Gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung? Weiß gar nicht, was da passiert. Passiert da irgendwas? Ich sehe nichts. Ich sehe nur, dass da die Knochen umlegt, aber ansonsten... Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat oder selbst tot ist. Hey da, unbekannte Erbauer des furchteinflößenden Tores. Ein deprimierter Clown und seine treu-doofe Haustierraupe fordern unverzüglich Einlass. Na, wenn sie jetzt nicht aufmachen, dann weiß ich auch nicht. Treu-doofe Haustierraupe, super. Nein, diese Tür ist zu. Aber gut, dass ich es ausprobiert habe, denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Oh. Wir haben ein paar Entwicklerkommentare im letzten Teil
ja, in Kapitel 2 müsste das gewesen sein, ausgelassen, weil ich nicht wusste, ob die uns spoilern oder nicht. Es tut mir leid dafür, ja, wie ich mir das schon gedacht habe. Wir haben wieder nichts mehr außer den Stein. Nett, den wenn man Lampions mag. Ja, okay, da können wir nicht nach vorne gehen. Können wir überhaupt irgendwas machen? Boah, ja, toll. Super. Super Rätsel. Aha. Kann es sein? Wollen wir mal gucken. Ja, es kann sein. Also es ist jetzt schlechter geworden, hätte ich gesagt, oder? War vorher besser. Ich leg den Hebel nochmal um. Und zwar dieser Totenschädel da im Vordergrund. Der bewegt sich doch, wenn ich hin und her gehe. Gucken wir nochmal, ob es jetzt besser wird. Nein. Warte mal, wenn ich die beiden nochmal umlege. Warte mal. So. Wir müssen weiter hinten stehen bleiben, glaube ich. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Einen. Ich weiß nur nicht welchen. Wir testen mal den hier. Wie man auf sowas kommt, ne? Ja, ich glaube, jetzt ist es gut. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Hippie, ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Ja, Kalida. Kalida. Die große, fleischgewordene Metapher. Die halt irgendwie... war auch für euch überraschend, oder? Die ganze Insel ist ein riesiger Vogel. Oh. Ja, das ist tatsächlich einer der erhebendsten Augenblicke im Spiel. Ich war immer sauer, dass Carsten entschieden hatte, das auch schon im Trailer zu zeigen. So viel vorwegnimmt. Aber natürlich hat er auch irgendwo recht. Man muss ja natürlich mit dem Schönsten, was man hat, halt irgendwie Werbung machen. Und das war mit das Schönste, was wir hatten. Stimmt, obwohl die Animation hatten wir uns immer ein bisschen anders vorgestellt, die eben kam, aber... Ja... Passt. Auf jeden Fall hat das auch extrem viel Spaß gemacht, irgendwie das zu entwickeln. Erstmal diese... Also ich glaube, bei den Concepts sind es ganz viele Bilder von Kalida auch noch drin, wo man so wirklich erstmal gar nichts sieht, wirklich nur einen See sieht. Und dann auch Kalida wirklich unter dem See sieht. Die sollte immer unterschiedlich aussehen. Erst komplett wie ein Vogel, dann komplett wie irgend so ein reptilienartiges Vieh. Und jetzt ist er doch so ein Mischmasch geworden. Truthahn. Ja, genau. Ja. Hier ist auch wieder ein wunderschönes Rätsel von Bade. Oh ja. Was das Parallax-Scrolling wirklich schon umsetzt. Ist leider ein bisschen kompliziert geworden, aber... Ja, ich finde es aber trotzdem sehr, sehr krass. Also einfach ein sehr gut überlegtes Rätsel. Nicht ganz physikalisch logisch, aber auf jeden Fall unglaublich interessant. Und er hat ebenfalls so eine kleine Labyrinth-Referenz. Da gibt es nämlich auch so eine Szene. Dass das Parallax-Scrolling nutzt. Labyrinth.
Schön natürlich auch, dass man hier hinten schon Corona, das Schloss des Königs, hinten in der Ferne sieht, so als dass einem das schon mal angeteasert wird. Und es ist übrigens auch ein Screen, der schon fertig war, als wir anfingen, die Geschichte neu zu stricken. Natürlich bis auf einzelne Elemente, die wir jetzt hier für unseren Walkthrough und unsere Geschichte reingesponnen haben. In der alten Version stand ein Bauchladen da. Oh ja. Oder so ein kleines Liedchen, genau. Ja, ich glaube, es war nur ein Tisch, aber darauf waren auf jeden Fall viele Sachen versteckt. Und eine komische Figur, die ich hier nicht näher erwähnen möchte. Das lieber. Nee, ist eine komische Figur. Ja, der war cool gewesen. Hier noch so ein Typen, der hier Souvenirs verkauft oder so. Hätte mir so ein Schädel schon mal mitgenommen. Kein Problem. Ich fand das Rätsel jetzt gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. Ich fand es eher eines der leichteren. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.